Friedhofs Ohlsdorf, hier vor dem Hauptverwaltungsgebäude. Es ist aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Ausflugskutsche mit zwei Pferden und besetzt mit Fahrgästen und einem PKW mit einer Fahrerin gekommen. Nach ersten Augenzeugenberichten soll eines der Pferde aus bisher ungeklärter Ursache durchgegangen sein und dann kam es zu diesem Zusammenstoß. Infolge des Zusammenstoßes ist diese Pferdekutsche besetzt mit circa 7 Fahrgästen umgestürzt und hat 2 Personen weiblich unter dieser Kutsche begraben. Diese Personen sind schwerst verletzt eingeklemmt worden unter der Kutsche und als die ersten Einsatzkräfte vor Ort an der Einsatzstelle eintrafen, haben sie sofort die rettungsdienstliche Versorgung eingeleitet und die Rettung vorbereitet. Im weiteren Verlauf ist eine weibliche Person tragischerweise trotz notärztlicher Bemühungen an der Unfallstelle noch verstorben. Eine weitere weibliche Person konnte durch Rettungsmaßnahmen und den Einsatz von Hubrettungsgeräten und Hebekissen aus der Kutsche bzw. unter der Kutsche befreit werden und ist dann im weiteren Verlauf notarztbegleitet mit schweren Verletzungen in eine naheliegende Klinik befördert worden. 4 weitere Personen der Kutsche sind aus eigener Kraft der Kutsche entstiegen, sind verletzt worden und sind derzeit in rettungsdienstlicher Behandlung und notärztlicher Sichtung. Circa 10 weitere Personen aus dem Umfeld dieses Unfalls werden aktuell durch einen zufällig anwesenden Notfallseelsorger und einen weiteren alarmierten Notfallseelsorger hier vor Ort an der Einsatzstelle zusammen mit 2 Rettungswagenbesatzungen und einer Notarztwagenbesatzung hier in einem Hauptgebäude rettungsdienstlich gesichtet und versorgt. Die Pferde sind bei diesem Ereignis verletzt worden, eines davon so schwer, dass es aktuell durch einen mit Alarm hierher beorderten Veterinärmediziner vor Ort eingeschläfert werden musste. Das zweite Pferd ist verletzt, wird derzeit durch einen Veterinär versorgt und dann wird im weiteren Verlauf geklärt, wie mit diesem verletzten Pferd weiter umgegangen wird. Wir sind aktuell hier mit ca. 45 Einsatzkräften vor Ort an der Einsatzstelle. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes ist auch mit der Versorgung der Betroffenen beschäftigt und diese Aufräum- und Rettungsmaßnahmen inklusive der Unfallaufnahme dauern noch eine ganze Weile an.